Moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Ich hatte ja schon gerade das Video hochgeladen von der Schiffsschaukel, den Aufbau. Jetzt will ich euch das nochmal einmal im Einzelnen zeigen, was mir besonders gut gefallen hat, was vielleicht weniger. Genau, hier sehen wir einmal das Piratenschiff oder auch die Schiffsschaukel. So sieht es einmal aus. Ich liebe ja diesen Drehteller, ne? Es hat Spaß gemacht zu bauen, finde ich. Manche Sachen waren ein bisschen schwierig zusammenzudrücken. Komme ich gleich nochmal zu. Aber es macht was her. Es ist riesig. Also, was hänge ich irgendwo fest? Ach, so. Es ist also wirklich riesig. So, zum Thema riesig, wir wollen es erstmal ausmessen, wie riesig es wirklich ist. Also, laut der Internetseite soll es 51 cm mal 74 mal 66 sein. Also die 51 cm, die kann ich bestätigen, die habe ich hier hinten gemessen. Das ist einmal die komplette Länge, sind 51 cm. Von da nach da. So haben wir die Seite mit knapp 52 cm. Das liegt daran, die Grundplatte ist halt genau gleich, 51 cm mal 51 cm. Aber hier haben wir noch den Gehweg, der leicht rüberragt und das ist dann ungefähr 1 cm. Deswegen ist halt in der Breite 52 cm. In der Höhe, ich messe jetzt mal die Platte einfach mal mit so hier, da sind wir bei 41,5. Nehmen wir die Grundplatte noch dazu, sind wir bei knappen 42 cm in der Höhe. Warum die jetzt auf 66 und 74 gekommen sind, kann ich nicht genau sagen. Ich vermute mal beinahe, dass wenn die Schiffsschaukel sich bewegt, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, auf die 66 cm kommt. Vielleicht. Wer weiß. Ich kann es nicht sagen. Wie ihr vorne schon sehen könnt, also es fehlen keine Steine. Es waren einfach nur falsche Steine dabei von der Farbe her. Also wir haben hier einmal diese transparenten, orangen kleinen Pins. Und dann haben wir nochmal welche, die sehen ganz anders aus von der Farbe her. Nur mal so als Vergleich zeige ich euch das mal. Das sind eher solche matten, aber kräftigere Farben. Also wenn man das hier gegenhält, was ihr auch noch sehen kann, sind es zwei verschiedene Farben. Deswegen, aber ich habe diese ganz normalen Orangen, die habe ich noch in der Kiste liegen, die werde ich dann nochmal einsetzen. Genau, Teile, es sind ein paar Teile übergeblieben. Ein paar blaue Teile liegt da dran. Man kann das Karussell ja bauen, einmal mit Motor und ohne Motor. Ich habe mich hier für die Variante entschieden, das ohne Motor zu machen. So hat das Set auch nur 199,99 Euro gekostet. Hätte man das mit dem Motor gemacht, liegt man deutlich drüber. Der Preis, ich glaube, es waren 329 Euro. Also war schon ein deutlicher Preisaufschlag. Gut, da ist auch ein Hub dabei. Da waren zwei oder drei Motoren sind da dann bei. Das ist, denke ich mal, schon okay. Ich hatte mich dafür gegen entschieden, die Motoren zu nehmen. Aber ich hatte schon mal ein Video gesehen gehabt von dem Set. Und da war so wirklich richtig laut gewesen von den ganzen Motoren, von diesen hin und her fahren immer und die Motoren haben gearbeitet und das war also doch recht laut. Deswegen habe ich mich für die statische Version entschieden und nicht für die dynamische. Genau, aktuell gibt es bei dem Hersteller oder bei dem Vertrieb noch einen Rabattcode mit 2023, den werde ich nochmal veröffentlichen, werde ich unten drin verlinken, falls ihr das Mock gerne kaufen möchtet. Genau, es hat übrigens die Mock-Nummer 67413, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen zu Anfang. Und ja. Das Set hat 2389 Teile, kommt mit einer PDF-Anleitung zum Aufbauen auf einem kleinen USB-Stick. So. Was nicht so toll war beim Bauen, man sieht ja hier diese Versteifung, die hat man ja ein paar mehr.
Haben wir ja einige von. Man muss halt so ein Teil nehmen, was auch über ist. Man muss das zusammendrücken. Also wenn man das hier so hat, ja, so, muss man das fest zusammendrücken. Aber man kriegt es eigentlich fast gar nicht so gut zusammengedrückt, weil immer irgendwie so ein Spalt bleibt. Man kriegt es auch wieder schwer auseinander. Man bricht das eigentlich fast kaputt. Deswegen, ich habe es ganz vorsichtig mit einem leichten Gummihammer genommen. Ich habe die auf die Seite gelegt und dann einfach zusammengehämmert, weil es mit der Hand doch sehr aufwendig war. Ein paar Teile fehlten sogar bei dem Set, was sehr schade ist eigentlich. Es fehlte zum Beispiel bei der Figur, fehlte der Kopf, die Haare fehlten. Man sieht, die Figur hat nur ein Bein, das fehlt auch. Was ich aber am schlechtesten fand, als ich die ganzen Tüten ausgepackt hatte, weil das waren ja mehrere Tüten, man musste alle auseinander machen und dann die Steine da sortieren, war ein ekeliges, langes, schwarzes Haar drin, bestimmt so lang, bestimmt so 30 cm. Das fand ich ziemlich eklig, weil das in einer Tüte mit eingeschweißt war. Also es war jetzt nicht gerade so angenehm, finde ich. Die Klemmkraft selber an sich, die finde ich eigentlich ganz okay. Da gab es eigentlich nichts zu bemängeln. Das ein oder andere Bauteil, das war nicht ganz so schön. Mal gucken, ob ich gerade eins habe von den Teilen, die über sind. Ja, hier haben wir ein Zaunelement. Man sieht hier so Schlieren. Sieht man sie? Oh, da sieht man sie eigentlich ganz gut. Auch auf der Seite. Aber im Großen und Ganzen war das okay. In der Bedienungsanleitung oder in der Aufbauanleitung sind manche Steine bedruckt. War jetzt im Endeffekt aber nicht bedruckt. Zum Beispiel bei dem Häuschen hier. Da war eigentlich so eine Art Computer mit abgebildet als Stein. Der sollte dabei sein. Also der Stein selber war dabei, aber nicht bedruckt. Da sollte einfach dieser kleine Stein dabei sein. Der sollte eigentlich bedruckt sein. Mit ein paar Bedienelementen. War nun leider nicht dabei. Dann hier oben bei der, Fahne hier. Da sollte eigentlich dieses Piratensymbol sein. War aber auch nicht dabei. Also es war kein Stickerbogen dabei, man konnte auch keinen bestellen. Das waren jetzt die Sachen, die jetzt nicht dabei waren. Sonst im Großen und Ganzen sieht man auch hier oben vielleicht so, die passen die Steine nicht ganz zusammen. Es sind kleine Spaltmaße da. Also ein kleiner Spalt. Die Kinder finden das super, das Set. Gerade weil hier mit den Delfinen und sowas, es sieht natürlich ganz süß aus hier, wenn man die drei Delfine hat. Oder auch die Möwen mit den Krebsen hier drinnen und mit den Krabben. Krebsen? Nee, Krebse nur. Krebse und den Skorpion, genau. Ja. Sieht ein bisschen nackig aus, so ganz ohne Passagiere oder ohne Gäste. Deswegen, ich habe mir ja schon einige Figuren zusammengesucht. Die werde ich jetzt gleich mal da reinsetzen. Damit das Schiff auch lebendiger wirkt. Ihr wundert euch vielleicht, warum sind diese Steine hier dran? Da, da und da. Den Sinn habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also ob ich die jetzt dran habe oder hier abmache. Keine Ahnung. Also die werden zwar extra auch so gebaut. Aber ich habe den Sinn auch nicht wirklich drin verstanden. Bin ich ehrlich, aber ich hatte gedacht, ich baue sie mit an, und weil die gehören ja daran, laut Anleitung. Aber ja. Genau, hier haben wir halt den Gehweg hoch für die Kunden, die bei dem Fahrgeschäft mitfahren möchten. Gehen dann hier lang. Hier ist das Kabinenhäuschen, wo halt die Person sitzt, die das Karussell steuert. Genau, wir haben Sitzplätze für 18 Personen hier in dem Karussell oder in der Schiffsschaukel selber. Schade, dass Lego sowas nicht gebaut hat. Also kann das da mit Motor dann hin und her fahren immer. Wenn man möchte. Also wie gesagt, ich werde es nicht einbauen. Achso, genau. Warum ich es auch nicht mit eingebaut habe, ist, da wieder so ein Hub bei ist, Hub-Batteriebox. Weil man die wieder nur mit der App steuern kann, weil man muss das auch einmal ein paar Schritte programmieren, damit die Bewegungsablauf von den Motoren wirklich im richtigen Augenblick einmal hin und her
gefahren werden. Und da die Kinder nicht immer ein Tablet haben sollen oder ein Telefon haben sollen, habe ich mich dagegen entschieden, weil sonst kommt sie immer an, oh, Mensch, können wir das Tablet haben, wollen das Karussell steuern? Und man weiß ja häufig, dass das Tablet oder iPad oder was auch immer doch nicht dafür genutzt wird, sondern mehr im Endeffekt und machen dann eher wieder andere Sachen damit. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber das hatte ich schon mal in einem anderen Video auch erzählt, bei der Loop Achterbahn 10303. Da haben wir uns auch für den klassischen Motor entschieden, aber das geht hier nicht, weil der diesen Hin- und Her-Rhythmus nicht hat. Genau, hier haben wir noch eine kleine Kanone. Hier unten. Können wir noch mit schießen. Und auf der Schiffsschaukel selber ist auch noch eine Kanone. Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen Platz noch schaffen. Ich glaube, ein paar Zentimeter muss ich im Freizeitpark noch mal hin und her rutschen, rücken mit den anderen Sachen, die da stehen. Da will dieses Riesenteil da wirklich hinpassen. Ich bin gespannt. So, noch mal ein kleines Update-Video, wie ich es jetzt mit integriert habe. Ja, wie gesagt, es passt noch nicht ganz hin. Ich werde es beim nächsten Umbau mit berücksichtigen. Jetzt haben wir da schon mal den Gehweg. Man sieht auch, es sind einige Kunden, Passagiere, wie auch immer man das nennen möchte, sind schon eingestiegen und warten auf den Start. Ich finde, das passt ganz gut dahin. Von dem passt der Übergang super zum Disney-Schloss. Denn wir sehen Wasser, Wasser. Also ich finde, das sieht super aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Danke.